Connor, drücken Sie Maustaste zum Fortfahren. Ja, und damit willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen heute Connor. Soll jetzt immer sonntags kommen. Das Spiel geht auch nicht allzu lange. Wenn man durchwascht, kann man das Spiel, glaube ich, so 2 Stunden abschließen, wenn man sich Zeit nimmt. Das soll ich auch machen. Da so 5 Stunden gehen. Ja, ich habe auf Max-Einstellung gestellt und würde sagen, wir legen direkt mal los. Oh, kann man einfach mehr Spielstunden anlegen. Ne, das müsste für mich, für meine Ohren mal ein bisschen leiser machen. Spiel ist relativ laut. Ich bin sehr gespannt. Das soll ja so in die Richtung Virginia und so weiter gehen, nur dass man halt die ganze Zeit diese eigene Kontrolle hat. Und darauf stehe ich. Ah, wir sind in einem Nord Quebec, Oktober 1970. Spielt übrigens in Kanada. After having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's not what it always thing. The client pays, Carl gets it done. Oh, wir dürfen selber fahren. Sehr schön, darf selber fahren. So, bis jetzt, das Baufeld, die Qualität ist nicht so geil. Man sieht Kanten flimmern. Texturen sehen wirklich nicht so gut aus. Spiegel gibt es, ist zwar da, aber ist nicht für existent, okay. Oh, wie schalte ich denn aus? Ah. Kann ich auch was hier machen? Einfach mal nicht gucken, Europa. It was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Rastplatz. Ich würde kaum sagen, kann ich auch anhalten und aussteigen? Ich würde mir das gerne angucken. Wow, diese tiefen Schwerverteilung muss ich ausmachen. Ausrüstung, Notizbuch, Optionen. Okay. Grafikoption. Bewegungsschärfe deaktiviert. Blumen und Filmkleidung habe ich ausgemacht, weil ich sowas ziemlich eklig finde. Soll ich das wahrscheinlich die Schärfen übernehmen? Ja, bitte. Ja, ist besser. Ist vielleicht doch ein stilisches Mittel, aber naja, ich finde es nicht so geil. Oh, jetzt haben wir gerade ein bisschen FPS im Busche. Ich muss sagen, es sieht grafisch doch nicht so geil aus. Muss ich gestehen, ich hatte so eine Grafikstil mehr in Richtung Virginia erwartet, aber halt, dass mehr ins Realismus reingeht. Und hier haben wir einfach nur schlecht versuchter Realismus. Öffnen, was haben wir denn hier? Eine Zange. Zünder, okay. Und wir haben gespeichert. Ja. Okay, gut. Da hat irgendwas geknarzt. Kostet jetzt momentan, glaube ich, 20 Euro auf Steam. Ist jetzt als Release-Version erschienen. Ich nagel mich jetzt nicht an den Preis fest. Kann man hier was mitmachen? Eine leere Flasche, okay. Ja, 20 Euro hat mal 10 Euro auf Steam gekostet im Early Access. Dann gab es eine Update. Dann hat die Early Access Version, ich glaube, 17 Euro, 18 Euro gekostet. Aber ist hier kein Schwein? Kann ich das Telefon benutzen? Nein. Und Stein. Mann, ist denn? Es wird fantastisch, okay. Oh, man kann es aufschlüsseln, okay. Nord-Quebec mit unerschöpflichen Rohstoffen. Die Provinz Quebec, ich hoffe, es wird so ausgesprochen, verfügt über geradezu endlos natürliche Rohstoffe. Was spricht dagegen, diese zu nutzen? Unsere wertvollen Ressourcen können lange Strecken über lange Strecken transportiert werden? Na, egal. Bis zu solchen Fernorten wie Dallas in den USA. Ich hab das mit einfach übersehen. Wahrscheinlich, weil ich gerade den Mauszeiger drauf hatte. Ups, sorry. Also,
Machen Sie mit und investieren Sie jetzt. Clickbait natürlich, ne? Kappa. Wir wecken die wirtschaftliche Stärke von Quebec. Im Herzen der Wildnis. Im Norden wimmelt es von Wölfen, Rentieren, Bären, Rapphühnern. Was sind Rapphühnern? Ich weiß nicht, was es ist. Füchsen, Schneeeulen und endlos andere majestätische Tiere, die dem Tierleben in der afrikanischen Wildnis nichts nahestehen. Heißt, hier gibt es auch Löwen, Kappa? Ich habe schon wieder Kappa gesagt. Warum habe ich Kappa in meinem Watch jetzt aufgenommen? So ein Scheiß. Scheiß Twitch. Wir sind das Afrika von Amerika. Also was ist denn so das Was ist denn das? Der Waldwildnis? Denn ist mal so im Gegensatz zur Steppenwildnis wie in Afrika. Das ist der Löwe zum Beispiel, das Klingstück im Wald. Ist das dann der Bär? Ich weiß es nicht genau. So waren wir. Suchen Sie den Norden und decken Sie einen wahren weißen Dschungel. Okay. Oh, schön, dass man es auch umgucken kann, wenn man halt, ne? Das wird ein bisschen doof. Der Bezirk Manistet und seine Menschen würden sie willkommen heißen. Möglichst bald. Okay. So. Hamilton never mentioned a roadblocking barrier. Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Should I know what's up? Carl was meeting his client in a store near this area. He was on the right track. Schön, dass wir die Mutter abgestellt haben. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Cool, dass ich eine Physik hat. So, dann gehen wir wieder rein. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests. Not too far from here. Die Erdnussstrecken. Alles haben. Some wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortune. Okay, komm mal, Anzeige funktioniert auch. Meilenanzeige, Entschuldigung. Das ist ja hier in Amerika eine Meilenanzeige. But the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man. Carl was dying to stretch his legs, but he had to stay focused on the task at hand. Okay, wir dürfen uns nicht aufsteigen, schade. Ich hätte mir gerne mal die Müllhaufen angeguckt, aber gut. Oh, jetzt kommen wir zu der Stelle, die ich schon kenne, leider. Ich fahre mal extra langsam. Achso, okay, macht das dann automatisch. Ja. Ich finde immer sowas muss ich mal triggern. Das sieht ja mal so schön lächerlich. Ein paar Stunden später. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Wo kommt dieser Schnee her? Kona. Mir ist so kalt. Okay, hat er alles kaputt gemacht? Es ist doch nicht alles in ein paar Stunden gefallen, oder? The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help.
It was a small, locked box engraved with the letters WH. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. Fotografie Isabel, okay. Such heart-wrenching Nordic poetry that was. But Carl didn't care much about flowery language. Isabel, du hast mein Leben Bedeutung gegeben. Als du verschwunden bist, ist auch die Reinheit verschwunden. Für die Reinheit würde ich gegen den Wind und die Gezeiten gegen Eis und Schnee kämpfen. Complaining was not in Carl's nature. It would take more than light injuries to interrupt his investigation. Erfrieren wir gerade? Karl geht es nicht gut. Er muss seine Wunden verarzten und sich aufwärmen. Bevor er fortfahren kann, okay. Können wir uns denn... Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Sieht eher danach aus. Südatampike. Was heißt das? Suche eine Wärmequelle. Even better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures. Scheiße, uns fehlt was. Oder? Hey, wir haben doch gerade was aufgehoben. Man kann auch noch gesehen werden und dann was. Hey. Ich brauche noch irgendwie was. Wahrscheinlich Feuerholz, doch. Schön, dass die Tür nicht an allen Seiten aufgeht. Kein Feuer machen. Und vielleicht da oben was. Ja, ich weiß, die ist kalt, aber ich kann kein. The cold was burning Carl. He would not hold up much longer. He had to warm himself. Ja, aber ich, wow, ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Ich kann ja kein Feuer machen. Kann ich das hier mitnehmen? Nein. Hier. Oh, lol. Ja, 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 warte, hier. Uiuiui, das war ja knapp. Oh ja. Oh. So. Könnte ich nicht mitnehmen? Schade eigentlich. Ich hoffe, du bleibst so lange dran. Können wir noch mehr Holz mitnehmen? Wie viel Holz kann ich wohl mitnehmen? Hier scheint nichts mehr zu sein. Komm, wärmen wir uns mal eben schnell auf. So. Sehr schön. Dann müssen wir wohl den anderen Weg gehen. Den langen Weg. Bin ich immer gespannt. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a okay, wir dürfen da nicht lang. His life depended on it. Also noch außer Atem, okay. Aber wo sollen wir dann lang? So, hier. Wir müssen unsere Wunden verheilen. Ach, vielleicht. Können wir uns ja ein Handicap machen? Genau, trotzdem lassen wir wieder in die Hütte. Ah, schön, dass auch unsere ganzen Fußschritte hier bleiben. Okay, jetzt können wir auch wesentlich länger anscheinend warm bleiben. So, wie war das? So, hier. Ausrüstung für Bandsgüter. Dafür ist ein Schloss nötig, okay. Kann ich dieses
Ding irgendwie aufs Dorf rufen, ich muss mal Escape drücken, okay. Zigaretten. Carl, like many of his contemporaries, felt like he had more trouble breathing when he wasn't smoking. Cigarette was his own personal breathing assistant. Der Kerl hat mir aber nicht geholfen, glaube ich, oder? Ist das jetzt geholfen? Naja, man macht diese komische Markierung, die kennt man hier drin halt noch nicht so gut. Was haben wir noch so? Inventar. Inventar, schauen wir mal hier. Kette, Holz. Fotos, Streichholz und Zange, Anzünder. Eine leere Flasche. Ah, wir haben sogar hier Gewicht. Ah, so. Das ist ja an sich ganz cool. So, machen. Ich würde meine. Mit meinem Mund runtergehen. Hm. Fotos, Taschenlampe, Notizbuch, Karte. Ach, cool. Wow. Okay, wir sind hier. Also. Aber ein relativ großes Gebiet. Zu erkunden. Wow, hätte ich nicht erwartet. Und die Frage ist jetzt nur. Dieser Zoom. Hamilton, okay. Wir wollen noch rumlaufen, okay. Wahrscheinlich. Ja, wie heile ich mich? Das ist jetzt die gute Frage. Was hat sie damit? Hier haben wir auch nichts mehr. Ich habe noch eine leere Flasche. Was mache ich mit der leeren Flasche? Notizbuch. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Okay. Wir sind also Carl Forbert, ein Detektiv, und das ist okay. Ah, mit Tab kriege ich jetzt die Karte, das kostet wirklich gut. Dokumentinventar, Verbrauchsgüter. Nee. Ich will die Karte nicht benutzen, Mann. Na, da wird schon schon. Taschenlampe auf Death. Okay, wir gucken mal einfach hier. Versteckt ist hier doch irgendwie was. Kann ich hier vielleicht hochklettern? Nein, scheinbar nicht. Dass hier vielleicht in Wirklichkeit ein Loch reinfallen können? Auch nicht. Ja, wie soll ich mich denn bitte schön heilen? So, hier oben ist nämlich auch nichts. Wir sehen da nur aus dem See. Jumpen können wir zwar, aber das ist so unnütz wie. Ja, wie alles andere auch. Hier können wir nichts machen, da ist auch nichts. Was soll ich machen? Kann man vielleicht irgendwie hier Missionsziele oder so? Isabels Foto, wow. Kette haben wir, eine leere Flasche, am Anzünder, Zange und Holz. Wow. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich was machen soll jetzt hier. Oh. Nice, wir laufen jetzt schon so lange hier rum und ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Nice. Aber ich habe noch eine Idee. Der war noch ein Kofferraum, der steht offen. Können wir da ran? Oh, sieh an. Das ist doch wohl Verarsche. Inventar. Jetzt geht's uns gut. Nice.
Gut, wir sind auch gewärmt. Dann hätte ich das mal vorher gewusst. Okay. Ja. Können wir jetzt hier langlaufen oder so? Nein, dürfen wir immer noch nicht. Das Auto steckt fest. Kann man es denn irgendwie rausziehen? Ja, der Schnee sieht schon. Soll sich das. Der Kopf. War echt so kaltes Feeling. Kann ich irgendwie was machen? Die Kette vielleicht befestigen oder so? Ah, guck mal hier. Nehmen. Ah, guck mal hier. Wir können dann noch hier. Das ist jetzt Lager benutzen, das haben wir hier. Kette montieren, ne? Man muss einfach nur ein bisschen gucken. Da kommen jetzt auch die Ketten dran. Ja, und schon dürfen wir wieder fahren. Ah, nice. Immer schön nach hinten gucken. Junge, das ist ein Auto. Okay, dürfen wir jetzt selber fahren? Wo ist der Fahrer hin? Und wo, wie gesagt, wo kommt dieser ganze Schnee her? Also rasen wir einfach mal weiter durch die Gegend. Dö-dö-dö-dö. Wow, man sieht ja einfach gar nichts. Sichtweite gleich 0. Ja, rasen wir trotzdem mal durch die Gegend. Es ist in Russland. Oh, was haben wir da? Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes. The Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Bis einschalten. Ja gut, wir fahren einfach mal, aber doch weiter geradeaus, würde ich sagen. Wasn't a good time to wander about. Hamilton was still out there. Gut, dann fahren wir weiter geradeaus. Ignorieren wir einfach mal hier alles und versuchen mal unseren Weg zu finden. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Oh, stimmt. Eine Szenenanzeige. Okay, ein Ladebildschirm so. Ist nicht geil. Nein. Ja, eine Tankstelle. Oh, Verwendung schafft Verabredung freigeschalten. Okay. Gemischtwarenladen. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Ah, schön, schön diese Erzählweise. The milkman had to drive by every week to fill the bottle. The fresh milk indicated a recent visit. The milkman had to drive okay, by ja, every okay, week ich hab's to fill the bottle. The fresh milk indicated a recent visit. Ein Schlüssel für? Something fell at the bottom of the box. Was? The milkman had to drive hä? By every week to fill the bottle. Oh, so, also, die meinte, das war für da hier, okay. Okay. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Nicht was nicht beschriebene Dose. Hier im Norden essen sie seltsames Zeug. Das ist auch interessant gemacht. Dann machen wir mal. Ein Foto. Hm. Fotograf. Okay, was haben wir hier? Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead,
Then who was going to pay him? Das ist natürlich das Wichtigste. Hm, wenn er tot ist, wer bezahlt ihn jetzt? Okay, lesen. Okay. Männer wie nun. Was ist denn hier? Was für ein Durcheinander. Ja, ist bestimmt normal. Kam bestimmt nicht durch irgendwie so ein Kampf oder so. Nein, nein. So, gucken wir uns das mal hier um. An explosion suddenly occurred outside. Okay. Eine kaputte Uhr, wie nett. Kein Strom. Hm. Wollte ich sagen. Ach so, müssen wir jetzt mal jetzt die hier das Menü nehmen. Okay, Inventar. Nein, Ausrüstung. Taschenlampe. So. Hallo? Schuldenliste. According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Okay. Hallo, ist hier jemand? Oh, Schlüssel. Irgendwie einen Code eingeben oder so. Was hat das mit der Schuldenliste zu tun? The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Okay. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Darf man jetzt? Okay, cool, danke. Wissen Sie was, Hamilton? Ich habe einen Kratzer im Hals. Ich habe einen Kratzen im Hals. Doch, Kratzer. Oh Mann, ich bin heute wieder so richtig gut im Lesen. Oh Mann, okay. Wenn man einen Kratzen im Hals hat, geht man lieber kein Risiko und bleibt der Arbeit fern. Man könnte die Kunden anstecken, nicht wahr? Ich weiß Bescheid. Keine Sorge, ich hole mir einen Attest vom Doktor, zu dem ich jetzt gleich gehen werde. Leider muss in dieser Zeit der Laden geschlossen bleiben. Außer natürlich, Sie möchten für mich einspringen. Aber ich muss Ihnen ja keine Tipps geben, dass Sie wissen ja, wie der Laden läuft. Schließlich gehört er jetzt Ihnen. Hochachtungsvoll, Ihr Treuangestellter gilt's. Okay. Kann auch nichts machen. Aber jetzt über ein Medi-Zeug. Du kannst es nicht mitnehmen. So, hier. Plattenspieler, die geht natürlich auch nicht. Die Heizung haben wir nicht gemacht. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Warum lässt sie jedes Mal sein Auto an? The pumps wouldn't surrender their divine nectar. Okay. In all likelihood, they had to be switched on from inside. Da sind Wölfe. Hier kann ich nichts machen. Okay, war das wieder Krach vielleicht? Der sauberste Bereich hier. Mhm, okay. Wir nehmen einfach mal alles mit. Musik. Kann man das Auto ran gucken? Nein, können wir nicht. Okay. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Warum nur? Ist ja nicht so, dass wir keinen Strom mehr haben, ne? Alle Türen öffnen nach unten. Okay, da können wir mal Feuer machen. Oh, jetzt können wir von hinten ran. Greift er mich an? Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Okay. Weggeworfenes Blatt Papier. Jeder soll wissen.
Seems like some villagers barely tolerated each other. Okay. Jeder soll wissen, dass du nichts weiter als ein Dieb, ein Räuber, ein Bandit, eine Schlange, ein Blutsauger, ein Monster bist. Du hast mir das Messer auf die Brust gesetzt, ja. Das ist schlecht für mich, aber... Okay, war das gerade Französisch?